Kombüse! Kombüse! Ja, hier Kombüse. Sagen Sie mal, Herr Smoothie. Ja. Was gibt's denn diesmal zum Essen? Ah, da muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Warte mal ganz kurz. Ah ja, okay. Es soll also Hähnchen in Sahnesoße geben und an Kaisergemüse und dazu noch Tagliatelle. Und wie lange dauert das? Oh, das weiß ich nicht. Das werden wir mal sehen. Vielleicht so eine Stunde. Oh je. Hast du so einen großen Hunger? Ja. Ja, na dann müssen wir schnell anfangen. Dann, also, dann legen wir mal los jetzt. Dann legen wir jetzt mal los. Attacke. Kalt draußen. Ja. Deshalb bin ich schnell zum Kombüsenchef, zu Stefan. Und man muss sagen, das ist ein schönes Gericht für die kältere Jahreszeit, ne? Definitiv. Wir essen es sehr, sehr gerne. Wir essen das auch gerne zu Hause. Hähnchensahnesoße ist genauso hier gemein wie zu Hause, weil irgendwann fängt es an zu riechen und du hast nur noch Hunger. Ja, und du musst eine Stunde warten. Das ist das Blöde, ne? Hm. Aber es ist leicht nachzumachen, jetzt vielleicht nicht gleich von vornherein meckern. Wir gehen jetzt durch die Zutaten durch. Wir haben hier einmal Kaisergemüse, das ist tiefgefrorenes Kaisergemüse. Genau, geht einfacher, ist schneller. Vitaminmäßig ist es aber genauso, weil gefroren ist es ja, ne? Bleiben die Vitamine erhalten. Da glauben wir einfach mal der Industrie, die uns das sagt. Genau. Dann haben wir hier auf jeden Fall Schlagsahne, 500 Milliliter. Das ist genau abgewogen für den Omnia. Omnia, genau, weil mehr passt da nicht rein. Wer mehr Soße braucht, müsste vielleicht sich die größere Form genau, organisieren. Der muss die Maxi-Form. Und jetzt haben wir hier die rote Form. Das ist der Standard, weil das ist unsere Form für deftiges Gerichte. Deftiges Gerichte. Ja, dann haben wir hier Kräutersahne. Das gibt es von verschiedenen Anbietern. Ja, logischerweise. Und da will ich auch noch zu sagen, ihr könnt natürlich auch selber eure eigenen Kräuter machen, wenn ihr sagt, Mensch, ich will das aber lieber eigens haben. Wir haben uns da, weil es einfach schnell geht, für entschieden. Genau. Und es soll ja jetzt auch ein schnelles Gericht sein und nicht ewig dann dauern. Ne? Wobei, das würde uns interessieren, habt ihr eine coole Idee für so eine Sahnesoße? Habt ihr ein Rezept? Dann runter damit natürlich in die Kommentare, dann lesen andere Kollegen und Fanfahrer davon und dann haben sie was davon. Wie gesagt, wir nutzen halt dieses. Was wahrscheinlich keiner im Van macht, sind eigene Nudeln. Wenn doch, das würde ich gerne mal sehen. Verlinkt da gerne mal ein Video oder irgendwas von Instagram. Das möchte ich gerne sehen. Wir nutzen hier ganz normal Tagliatelle. Auch wie gesagt, andere Marken. Wie gesagt, wir haben es vorher eingesetzt. Ist alles selbst bezahlt. Wir werden weder von Barilla noch von Bla und Hansano, Knorr. Wir werden davon nicht gesponsert. Das sind nur mal die Produkte, die wir hier verwenden. Genau. Ein bisschen Salz ist auf jeden Fall auch noch wichtig, weil muss man ja mit Nudelwasser ein bisschen Salz machen und so weiter. Vielleicht, wie gesagt, braucht er noch andere. Genau. Dann braucht Zutaten. Ihr als, also für, wie nennt sich das? Zum Arbeitsmittel. Schneiden. Genau. Ein Brett. Ein gutes Messer, weil die Hähnchen nicht so wie zu Hause, packen wir die jetzt nicht einzeln rein, sondern damit es halt auch schneller durch ist, logischerweise. Ja, und es ist halt besser verstaubar auch in den Omnia, weil du hast ja nur eine gewisse Form unterhalb und die ist ja nicht so breit. Also von daher, das ganze Hähnchen passt schon irgendwie da rein, aber es ist halt schöner, wenn es ein bisschen geteilt ist. Ich versuche in vier Teile das zu teilen und dann geht das schon. Und das Gute ist, wo wir das mal sagen, apropos, auch Hähnchen gehört dazu. Ja. Wir jetzt bei den Dings, auch da haben wir jetzt tiefgefrorene, das geht natürlich mit frischen Hähnchen auch sehr gut. Also wenn ihr Markttag habt, würden wir euch vielleicht empfehlen, frische Hähnchenbrust euch zu besorgen. Wie gesagt, wir haben tiefgefrorene, weil damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Die Qualität ist sehr gut und lecker. Und den Quirl braucht ihr noch für die Soße, denn wenn ihr die Sahne mit der Soße, also mit den Kräutern sozusagen zusammenmischt, dann muss das halt irgendwas zum Quirlen sein. Das heißt, du brauchst jetzt eine Schüssel, wo du die auch mal anrührst, ne? Nö, das mache ich in einem Pott, den kann ich nämlich dann einmal schnell ausspülen und braucht man nicht so viel Abwasch. Oh, so geht's natürlich auch. Ja. So, das sind die Zutaten, das sind die Arbeitsmaterialien. Jetzt wird Zeit. Kombüsenchef Stefan, wir in die Arbeit. Na dann, los geht's. Beginnen habe ich ja gesagt, fangen wir mal an mit dem Hähnchen. Wir haben das vorher ein bisschen aufgetaut. Wenn es noch leicht gefroren ist, wie hier an der Stelle, ist das gar kein Problem. Lässt sich auch ein bisschen besser schneiden vielleicht. So, ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach so in vier Teile. Wenn ich denn das hier so hinkriege, sagen wir es mal so. So.
Und dann wird das ganz einfach drapiert in dieser, ja, in den Omnia sozusagen herein. Das lege ich jetzt im Prinzip nach unten rein. Und das mache ich mit allen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und wenn das fertig ist, zeigen wir euch mal ein Bild. Das blenden wir euch ein. Fertig drapiert ist das Ganze jetzt und jetzt machen wir weiter mit der Soße. Dafür gehe ich hier rüber und ja, Sahne. Da haben wir einfach 500 Milliliter Sahne. Packe ich jetzt in den Pott hier rein und dann kommen die Tüten da einfach rein und dann kannst du das zusammen, kann man das zusammenquillen. Also es geht relativ einfach, sehr schnell und macht vor allen Dingen keinen Aufwand. Also es ist schnell mal eben gemacht. Das Einzige, was hier an diesem Gericht länger dauert, ist die Zeit, die es auf dem Herd braucht. Gerührt ist es anständig. Jetzt geht das Ganze einmal ins Waschbecken, damit das hier nicht mehr weiter rumtropft. Und ja, jetzt können wir das Ganze über den Omnia, also im Omnia verteilen. Das heißt, schön einfach einschütten, dass das überall reinläuft. Und jetzt sieht man auch schon, dass das ganz schön voll wird. Und das reicht auch, weil da wird sich noch so ein bisschen Blasen drauf bilden. Von daher sollte das dann natürlich auch ja, darauf aufmerksam gemacht werden, dass das vielleicht noch ein bisschen hoch geht. Da sollte man noch dran denken. Worauf ihr natürlich mit achten solltet, ist, dass euer Herd schön gerade ist. Das haben wir schon in anderen Sachen ausprobiert. Ihr werdet es nach und nach immer sehen in den ganzen Folgen, die kommen. Wir standen einmal ein bisschen schräg, auch beim Brot. Dann sieht die Form ein bisschen anders aus. Ja, oder Kuchen war das, ne? Oder Kuchen. Da ist der Kuchen halt in die eine Richtung, wo es natürlich schräg nach unten geht, hingewandert. Und dann ist natürlich da so viel und auf der anderen Seite so viel. Also ein bisschen gerade müsste das schon ausgerichtet sein. Genau, also da achtet drauf. Und jetzt natürlich, wir normalerweise im Herd, hast du ja Ober- und Unterhitze, hast du es schön überbacken. Das kriegen wir mit dem Omnia nicht hin. Wir machen ja auch keinen Käse drauf etc. Und wir haben jetzt auch nicht so ein Flambierzeug da, so ein Flambierfeuerzeug, ja, oder sowas haben wir nicht. Doch, haben wir tatsächlich schon. Hm? Wir haben ein Flambierfeuerzeug? Mhm, ja, tatsächlich. Ich mach's dreckig. Du machst alles dreckig. Okay. Also man könnte theoretisch da... Du könntest, ne? Aber das würde ich jetzt noch nicht machen. Was nein. Alles Mut hier. Geht doch ja, so ja. Nicht. Machen wir hinterher. Nein. Also müssen wir mal ausprobieren, dann probieren wir es auch bitte jetzt mal ein bisschen aus, ob das funktioniert, weil ich mag es ja ein bisschen bräunlich. Ja, jetzt muss man mal gucken, ob das die Silikonform ab kann. Gut, dass du darauf achtest. Sonst habt ihr einen Tipp, dann bitte gerne rein in die Kommentare, damit man eine schöne Kruste bekommt. Vielleicht gibt es da wunderbare Sachen. Wir sind ja am Anfang, ist die erste Staffel. Vielleicht sind wir in 10 Jahren Profis. Schauen wir mal. Gut, ich glaube, das machen wir jetzt an. Wie geht das jetzt wieder? Ja, wieder auch hochheizen auf 100 Grad und dann kann das ruhig bei ordentlicher Hitze, so 125 Grad, kann man das ruhig halten und dann ja, dauert das jetzt so ungefähr eine Stunde. Muss man nochmal messen, wie lange das jetzt genau dauert, aber in der Regel ist es so eine Stunde. Für euch natürlich wieder wichtig zu sagen, www.buggies-kombüsenstudio.de, da gibt es auch das Rezept zu diesem wunderbaren Gericht. Und da steht natürlich auch die Zeit, die Zutaten, die Arbeitsmittel und nochmal wichtig, die Zeit, wie lange es das dauert. Gut, dann startest du hier durch und ich freue mich drauf. Jetzt müsst ihr so ein bisschen euren Herd natürlich nochmal ein bisschen selber wissen, wie der denn so läuft. Diese Herdplatte hier bei uns ist ein bisschen langsam und deswegen habe ich das gefrorene Gemüse sozusagen schon mal in Wasser reingepackt und lasse das auch schon mal anfangen zu warm zu werden. Bisschen Salz da rein,
das machen wir mit dem Nudelwasser genauso. Denn ihr habt einen Vorteil, also ihr habt ja jetzt drei Töpfe im Endeffekt, die auf den Herd müssen. Und ihr habt einen Vorteil, ihr könnt das Gemüse noch ziehen lassen. Das heißt, wenn das gekocht hat, kann das auch in Ruhe durchgaren. Also wenn man das ziehen lässt, einfach nur im heißen Wasser. Genauso wie mit Nudeln könnte man das so machen und auch mit Kartoffeln. Macht die bissfest und dann der Rest zieht es ganz normal durch. Das Gemüse ist soweit bissfest. Lassen wir jetzt im Pott weiter ziehen. Und jetzt kümmern wir uns um die Nudeln. Es ist jetzt, ja, ist jetzt eine halbe Stunde, ist jetzt gut vergangen, ein bisschen mehr. Und es wird Zeit, dass wir dann uns jetzt auch um die Nudeln kochen. Jetzt lasse ich das Wasser erstmal aufkochen und dann gehen die Nudeln in einer Viertelstunde da rein, ungefähr. Oder 10 Minuten. Dann geht's los. Jetzt sind natürlich noch die Nudeln dran. Ich mag das, oder wir mögen das immer ganz gerne, wenn sie nicht ganz ganz sind sozusagen, sondern wir zerbröseln die dann jetzt. Und da ist es, glaube ich, am besten. Ich hole mir mal einfach hier so eine Schüssel daher. Und dann mache ich die einfach klein. So, und dann kommen die Nester, die zerbröselten Nester, so heißt es ja hier, kommen dann da halt ins kochende Nudelwasser. Ab und zu mal umrühren und dann sind die in wie viel Minuten? 6 Minuten auch durch. Nudelwasser ist abgegossen, jetzt kommt noch ein bisschen Margarine da rein, damit das Ganze nochmal so ein bisschen, nicht so anbappt, die Nudeln natürlich. Man kann auch Öl nehmen oder sowas. Geht ja genauso. Ja. Und dann gibt das gleich Essen. Stunde ist um. Stunde der Wahrheit. Wir schauen rein. Das würde ich sagen, sieht gut aus. Also, abstellen. Legen wir los, oder? Jo, es wird Zeit. Wir haben Hunger. Eine Stunde ist ja vergangen, also von daher kann das auch losgehen. So, erstmal eine Nudeln auf dem Teller. Genau, lecker Nüdelchen. Wie gesagt, ihr müsst euch überlegen, ob ihr dazu Kartoffeln, ist gut, ob ihr Kartoffeln dazu macht. Das ist alles möglich. Wir essen das dieses Gericht sehr gerne mit Nudeln. Genau. Und ist auch vor allen Dingen einfach, ne? Da ist nicht großartig noch was zu machen und so weiter. Sollte ja jetzt auch ein einfaches Gericht sein, aber doch ein sehr, sehr leckeres Gericht. Und von daher, hau ich da mal ruf, würde ich sagen, wa? Genau, dann hauen Sie mal drauf. Vielleicht ein bisschen Blumenkohl. Das was da ist zumindest. Weil wir müssen sagen, in dieser Kaiser-Gemüse-Mischung war jetzt wenig Brokkoli und Blumenkohl drin, sondern viel Möhrchen. Naja, nur der Preis macht's, ne? Ist halt manchmal so. So, und jetzt aber muss ich dir das hingeben. Genau, ich muss da rüber. Da werde ich jetzt mal rüber greifen. Jawohl. Und jetzt gibt es lecker Hähnchen-Sahnesoße. Wie gesagt, es ist nicht so braun, weil es von oben nicht überbacken ist. Aber das muss es auch nicht. So sieht es richtig gut aus. Das ist dann so, wenn man dann ein bisschen kleckert. Oh, kann sagen, wo kommt das jetzt her? Dann zischt es auch mal. Es zischt. Jam, jam, jam. Das sieht sehr lecker aus. So, ich schneide mal jetzt ein Fleisch an. Und es ist perfekto. Schön zart, hoffe ich. Sieht richtig gut aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Natürlich mit den richtigen Weinen von der A. Also, das wird lecker. Apropos, wir müssen die Gläser, irgendwann denken wir mal dran, dass wir die Gläser ändern, ne? Genau, wir haben nämlich neue von der A. Auf jeden Fall für euch. Also, es hat jetzt insgesamt ein bisschen mehr als eine Stunde gedauert, war aber ein... 4 Minuten mehr. Ein selbstkochendes Gericht, weil, wie gesagt, man muss das Hähnchen ein bisschen früher... Also, entweder habt ihr frisches Hähnchen, dann dauert es auch vielleicht gar nicht allzu lange. Ja. Aber wir nehmen immer ein bisschen angefrorenes, weil es ist einfacher im Van zu transportieren, muss man einfach sagen. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Jo, würde ich auch sagen. In diesem Sinne, zum Wohl. Zum Wohl. Und wenn wir aufgegessen haben, dann melden wir uns nochmal. Genau.
Da haben wir gegessen. Ja, und wie war's? Naja, ich sag mal so, ne? Mhm. Teller ist leer. Meiner sieht genauso aus. Alles leer. Wir haben richtig gut gegessen. Sind aber jetzt pappesatt, ne? Und das mit wirklich einer Portion. Also man muss ja sagen, das sind, so wie wir es kochen, ist es immer für 2 Tage. Gerade bei solchen größeren Gerichten. Das heißt, wir haben genau dieselbe Anzahl von dem, was wir jetzt gemacht haben, für morgen nochmal. Das heißt, 4 Leute sollten damit ohne Probleme satt werden, ja. Das denke ich schon. Also, Genau, Gemüse und Nudeln müsst ihr euch natürlich dann aufteilen. Ich sag mal passt. So, jemand, der viel Fleisch mag und auch viel Fleisch braucht, da würde ich sagen, wird das nicht für 2 Tage reichen. Aber man kann sich das gut aufteilen, finde ich persönlich. Also für uns ist es ideal, definitiv. Also war lecker und wie gesagt, einfach und schnell theoretisch, weil es, du musst ja nicht viel machen, weil Nudeln machen alleine, Gemüse macht es alleine und auch das Fleisch. Deshalb ja, wir nutzen Convenient-Produkte teilweise dazu. Aber wie gesagt, habt ihr ein tolles Rezept, was ebenfalls ganz schnell geht, um halt so eine Sahnesoße fertig zu machen? Ja, man kann das natürlich auch mit Kräuter der Provence zum Beispiel und so weiter. Also da gibt es ganz viele tolle Dinge, die man da natürlich an Kräutern reinpacken kann. Ja, aber kann. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee. Dann einfach rein in die Kommentare, Leute, die müssen noch mitmachen. Ja, natürlich sollen sie mitmachen. Ich bin auch sehr gespannt, was bei rauskommt und was wir vielleicht mal ausprobieren dann. Genau. Wenn ihr Rezeptideen habt, dann gerne unter rezepte@buggy-kombüsenstudio.de. Dort könnt ihr eine E-Mail schicken. Und wenn es was für uns ist, weil ihr wisst ja, ich bin nicht nur Kritiker vom Dienst, ich bin auch der Mäkelbot des Herrn, höchstpersönlich. Ja, ja. Und dementsprechend kann es sein, dass wir es vielleicht machen. Muss aber nicht. Mal gucken, ja, genau. Gut, ich glaube, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Nächsten Dienstag. Sofern die Staffel nicht zu Ende ist, wobei Staffelende ist, weiß ich, dann sagen wir, es ist Staffelende. Also nächsten Dienstag geht es hier weiter um 18 Uhr mit was Leckeres aus Buggys. Komm, Büsenstudio. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.